Und dann gucken wir mal, ob das Kampf wird, den wir gewinnen können. Hey und herzlich willkommen zur heutigen Folge Minecraft SciTech. So, wir haben die Nacht über weiter schön Iridium produzieren lassen. Müssen wir uns ja nicht mehr selber drum kümmern. Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir haben und was wir daraus machen. So, schwuppdiwupp. Reingeguckt, 21 Iridium. Ah, der nächste braucht noch ein bisschen. 21, das heißt... Ups, weiter geht's nicht runter. Wir können jetzt... Ah, hiervon brauche ich noch ein paar. Ich direkt einfach mal... Bam, Stack. Ist doch egal, Mats haben wir eigentlich alles genug. Machen wir noch ein bisschen und dann werden wir mal gucken. Iridium. So, das heißt, das sind durch 4 waren das, genau, das heißt 6 von den Plates. Und wir können uns bauen den Drill, den guten. Oder wir bauen uns einen Helm. Die Rüstung, da haben wir endlich ein Jetpack und eine Armor an. Also wir werden uns auf jeden Fall das Ding bauen. Das heißt, da gehen schon mal 4 drauf. 2 hätte ich dann noch. Und ich denke, da nehmen wir dann. Jo. Nehmen wir dann noch die Hose dabei. Dann haben wir dicke Rüstung. So, das heißt, wir brauchen noch Quantum Machine Casings. Kein Problem. Können wir auch in Auftrag geben. Was? Waren das jetzt die? Ich baue die einfach mal. Habe ich gerade Quantum gesagt? Ich guck nochmal. Waren das vielleicht andere? Oder bin ich nur verpeilt? Basic Machine Casing. Nein, das sind die ganz normalen. Das heißt, jetzt nur ein bisschen warten und dann haben wir auch schon die ersten beiden Quantum. Ah, dafür brauche ich aber noch mehr. Ich glaube, dafür brauche ich noch die blauen Energiekristalle. Und warte, da haben wir sie. Genau, den Lapo-Kristall. Was? Lapotron-Kristall, so heißt er. Hierfür brauche ich den auch. Das heißt, die können wir auch noch produzieren. Schwupp. Machen wir also 2 von den Energy Crystals. So. Und hier rattert jetzt alles durch. Hier werden die Advanced Alloys gebaut. Das Ding, das Zeug liegt gerade im Pulverisierer wahrscheinlich. Um den Diamond das zu bauen. Jawohl. Und hat denn hier noch was? Ah, die Casings, sind die schon fertig? Jawohl, sind schon fertig. Was grunzt denn hier die ganze Zeit so? Guck mal. Und, whoop, one hit. Easy. Eben ins Wasser. Dann verlieren die nämlich den Wut auf mich. So, was haben wir denn hier noch? Ein paar Karotten kann ich mal wieder gebrauchen. Das heißt, in der Wartezeit können wir einfach mal ein bisschen Karotten mähen. So. Jo. Und ich habe noch was für gleich vor. Aber das machen wir, wenn wir die Rüstung fertig haben. Denn ich weiß gar nicht, wie lange das mit der Rüstung jetzt dauert. Wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich nichts versprochen. So. Schwupp, hier Karotten. Achte über. Kommen wir einfach rein. Und. Wenn wir eben gucken, haben wir die Crystals. Einer ist fertig. So, dann können wir doch auch bestimmt. Ne, das muss ja immer ein Kompressor hier. Ist ja egal. Dann bauen wir jetzt einfach mal Iridium Plates, jawohl. Schwupp. Dreier haben wir fertig. Einen brauchen wir noch. Dann haben wir die Brust fertig. Obwohl, ne, erstmal muss ich ja noch aus den 2 noch ein Lapo machen. Wo sind sie denn? Jawohl. Brauchen wir auch noch 2 von. Ja, wie letztes Mal schon erwähnt, wenn ich den direkt in Auftrag gebe, dann kann der die roten, also der erkennt nicht, dass das Rezept ist, was ich drin habe. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll.
Weil irgendwie haben die eine komplett andere ID. Aber naja, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann klappt das auch so. Ja, hier die Produktion mit den Kabeln und so, alles schön automatisiert. Das macht es sehr einfach. So. Mal eben schnell schlafen, damit die Solardinger auch weiter generieren. So ein kleiner Trick, den ich jetzt habe, ist hier der Lapo-Kristall, den ich schon habe. Hier an dem Ding, was jetzt schon wieder 13 Millionen gespeichert hat, hier aufzuladen. So, dann lädt er nämlich kurz. Brrrp. Okay, dauert natürlich ein bisschen. In der Zeit können wir hier mal gucken. Jawohl. Schwupp. Haben wir das. Haben wir das. Dann brauchen wir den. Das haben wir, das haben wir. Haben wir auch so ein blaues Ding schon fertig. Wo ist er, wo ist er? Da, jawohl. Okay. Dann Quantum. Und damit haben wir jetzt auch die Brust schon fertig. Wenn sie hier mal angezeigt wird. Hallo. Jawohl. Eh. Ja gut. Also, okay. Hey. Jetpack dahin. Rüstung dahin. Zeug drumherum. Jawohl. Mal direkt gucken, wie ich ausschaue. Bam. Jawohl. Oh, und die Rüstung ist voll. Also, ich dürfte jetzt eigentlich keinen Schaden mehr bekommen, oder? So. Oh, jetzt muss ich das... okay. So, das Ding hat nämlich auch 10 Millionen Energiespeicher. Da machen wir das heute noch nicht so. Ich habe nämlich das eigentlich so gemacht, dass ich dann diesen Lapo-Kristall geladen habe, hochgegangen bin zur Geometer-Station. Also zum Mass Fabricator und habe den da in die MFSO gelegt, um die Energie von hier unten hochzubringen. Denn ich wollte jetzt nicht einfach ein Kabel hochziehen, das sieht einfach nur kacke aus. Und ja, dachte, wenn ich hier unten doch schon mal Energie über habe, kann man das auch so machen. So. Ja, okay, das Ding ist voll. Oh mein Gott. Sieht einfach so geil aus. Und ich sehe gerade, dass ich überhaupt keinen Timer gestartet habe. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber soll uns jetzt auch mal nicht so stören. So, das Ding ist jetzt gleich leer. Schwupp, dann nehmen wir es wieder raus und ist erstmal egal. Aber wir werden einfach mal ein bisschen Energie hier produzieren. Ich habe hier oben noch zwei Generatoren. Da sage ich einfach, die sollen sich mit Kohle füllen. Und dann, na, das hatten die auch noch drin. Und dann ballern die da schön Energie rein. Ja, ist natürlich nur minimal so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber auch Kleinvieh macht Mist. So, Quantum. Jetzt gucken wir doch mal, dass wir noch die Hose bauen. Dafür brauchen wir die beiden noch. Schwupp. Den Rest müssten wir haben. Außer natürlich die Hose, die habe ich an. Und bam. So. Passende Hose dazu. Gucken wir uns wieder von außen an. Yes. Nicht mehr viel. Und dann tragen wir komplett Quantum. Die müssen wir natürlich auch nochmal aufladen. Na, kriegen wir natürlich nicht ganz voll jetzt. Aber egal. Obwohl wir könnten... Hier unten ist die Energieproduktion nicht so hoch wie oben. Wir könnten natürlich jetzt auch einfach hochgehen und da dran laden. Ja, das werden wir auch machen. Ihr seht, das springt immer nur. Und wir haben auch so Ausgaben. Also wir gehen jetzt hoch und legen das oben rein. Schwupp, schwupp. Legen die in die MFSU. Und laden die hier, genau. Jetzt mal gucken. Quantum Hover Mode Enable. Huh.
Ja, aber fliegen tue ich nicht. Wie komme ich denn damit jetzt in die Luft? Hallo? So nicht, so nicht. So auch nicht. Mal schnell in die Options geguckt. Eigentlich müsste ich damit doch jetzt fliegen können. So, Alt Key ist linke Menü, Boost Key, Mode Switch, Side Inventory, Hub Expand, nein. Vielleicht. Ne, warte mal. Das müssen wir mal eben. In Turn Off, Turn On. So, gucken wir mal. So, Switch Mode. Müssen wir einen Buchstaben hier finden, der frei ist. H. So. Das ist alles nichts. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so cool. Quantum Hover Mode disabled. Hover Mode enabled. Ich dachte eigentlich, ich müsste jetzt fliegen können. Das ist natürlich jetzt ziemlich kacke, vor allem für den Plan, den ich vorhatte. Ich wollte nämlich mal 1, 2, 3 einen Wizard beschwören. Dann werde ich das wohl in einer Ebene machen, wo er nicht großartig weg kann. So, das Ding ist gleich voll. Und dann geht es auch schon los. Dann gucken wir mal. Aber das lassen wir auch noch komplett vollladen. Wir werden auch mit unserem Nano-Saber da hingehen. Da gibt es leider keine Quantum-Version von. Also mit Iridium versetzt. Fände ich ziemlich cool. Was gibt es denn? Wizard Ward? Nee. Ja. Hoffe ich mal, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Kann ich irgendwas hier gebrauchen? Ein Portal Gun? Nee. Ich könnte vielleicht den Wither in so einem Safari-Net einsperren, aber ich glaube, das geht bei Bossen nicht. Und sonst habe ich, glaube ich, nichts, was man hier irgendwie... Power 2 Bogen, Power 2 mit Punch Bogen, Power 1. Ja, Punch brauche ich jetzt eh nicht. Dann nehme ich den Bogen lieber mit. Und sonst habe ich, glaube ich, nichts, was ich da verwenden könnte. Power 1 auch? Nee. Da habe ich gar nichts. Habe ich hier vielleicht schon Soul Sand? So schreibt man Soul nicht. Da habe ich Soul Sand. Brauche ich nämlich 4 Stück. Und dann gehen wir jetzt hoch und holen unsere Quantum Armor. Alle, hier ist sie drin. Jawohl. Ah, das reicht so. Da ist noch nichts wieder drin. So. Ja, dann werden wir einfach... Oh, alter Schwede. Yeah, das ist das Rennen von dem Wein. Richtig gut. Und jetzt gehen wir einfach mal rüber und suchen uns eine Stelle, wo wir dann gegen den Typen kämpfen können. Hi, Freunde. Alter. Das mit dem Rennen ist richtig geil. So. Schauen wir mal. Hier ist alles schlecht zum Kämpfen. Da kann er mir zu hoch fliegen. So. Jetzt schauen wir mal. Hier auch nirgendwo etwas. So, dann gucken wir mal hier oben. Ja, das ohne Jetpack-Funktion ist jetzt echt kacke. Auch nicht mit Doppelsprung oder so. Nee. Scheiße. Alter, was geht mit ihm? Jetzt sind sie aber pissig. Okay, ich gehe mal eben nochmal schwimmen im Wasser, damit ich da in Ruhe gelassen werde. Ja, dann müssen wir den wohl so bekämpfen.
glaube, habe ich den Laser dabei? Nee, ich habe den Laser gar nicht mehr. Ach komm, bauen wir ihn einfach so auf und hoffen, dass der Bogen reicht. Wenn nicht, muss ich mich ganz schnell verziehen. Ich werde hier jetzt einfach eine Höhle bauen, wo ich gegen den kämpfen kann. Schwupp. Ey, das Ding fetzt ja aber auch durch. Richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz er braucht, damit er spawnen kann. Aber ich denke, das hier sollte doch schon gleich reichen. Ach, guck, da ist Lava. So. Schreddern wir eben noch eine. Oh, die Batterie ist leer. Okay. Ja, dann muss das hier wohl jetzt reichen. So, Lava weg. 1, 2, 3 und 4. Da kommen. Nein, nicht so, sondern oben drauf. 1, 2 und 3. Da ist er. Und dann gucken wir mal, ob das Kampf wird, den wir gewinnen können. Alter. Alter, hat er einfach hier mal komplett kaputt gesprengt. Verrückter Mongo. Hä? Jawoll. Er kennt ja einfach nichts. Da, komm her. Boah. Geiler Typ. Jawoll. Oh mein Gott. Er sprengt uns ja einfach in die Luft. Aber dank unserer Rüstung macht uns das gar nichts. Aber ich will hier nicht so runterfallen. Ey! Das war's. Er ist tot. Er hatte keine Chance gegen den Nano-Säber. So, und damit haben wir einen Nether-Star bekommen. Haben auch ein Miniaturherz, ein gelbes wieder bekommen. Wie auch schon beim Drachen. Und haben noch so ein komisches Siegel. You must perform activation ritual. Sneak right click on an enchantment table for more details. Nee, ist egal. Ich habe die Dinger auch schon. Boah, das schnelle Rennen. Jetzt gucken wir uns mal hier die Verwüstung an. Krass. Hat er einfach hier komplett auseinandergenommen. Hier geht's dann runter. Hier, was? Nicht, dass mich jetzt irgendwas hier runterschubst. Oh mein Gott. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht aus Versehen renne. Falle ich nämlich auch runter. So wie jetzt. Eieiei. Ja. Alles schön durchlöchert, aber gewonnen, ne? Damit haben wir unseren Netherstar. Und den Netherstar kann man jetzt benutzen, um zum Beispiel einen Beacon zu bauen. Der gibt Buffs. Da kommt der Nicecrafter ins Game. Was das ist, weiß ich nicht. Aber hier die Ruby und Tropos kann man leider nicht kriegen. Den Netherstar Generator, der bringt richtig viel Energie. Muss aber ein Netherstar. Ups. Boah. Noch so gerade weggeschleudert. Muss man aber ein Netherstar als Energie reinlegen. Ja, wir haben gerade 2.30 Uhr in der Früh. Ja. Und. Ja, jetzt bin ich ein bisschen raus. Der braucht einen Netherstar nochmal als Treibstoff. Dann Miniatur, Black Hole. Ich glaube, das braucht man ja genau, um eine Portal Gun zu bauen. Was noch? Heated Ray Core, Rotary Craft. Das kenne ich nicht. Braucht man. Oh, für die Laser Gun. Okay, cool. Und. Portal Spawner. Sagt, da gibt es kein Rezept für. Ancient Stuff, okay. Oh, Force Field, Rotary Craft. Ach, das ist das Schutzschild. Ja, genau, das gibt es auch noch. Ja. Und was ich daraus mache, weiß ich noch nicht. Ich denke mal am Beacon. Für die Stadtmitte, dann in der neuen Stadt aber.
Und solange werde ich den noch aufheben. Und ja. So, das war's dann schon. Also dank der neuen Rüstung überhaupt kein Problem. Jetzt können wir mal eben zu dem Nice Crafter rübergehen. Schwupp. Meine Armor lässt mich nicht fliegen. Da ist er doch. Ja, er zeigt mir, wie er mit seinem Jetpack fliegt. Na, dann lassen wir ihn mal versuchen, ob er mit der Rüstung fliegen kann. Ups. Jetzt klettert er in meine Rüstung und ist weg. Hä? Du sollst sie anziehen. Ja, mit meiner Hose. Mein Jetpack von der Brust geht nicht. Hover Mode enable, aber es passiert einfach gar nichts. So. Ja, da muss ich gerade wohl noch ein bisschen laufen. Schupp. Und ja, hier irgendwo wird dann bald die neue Stadt entstehen. Ich denke mal, irgendwo da vorne wird dann das Zentrum sein. Und das wird dann schick mit dem Beacon, den wir jetzt eben uns die Materialien für verdient haben. Ja. Aufgebaut, schön gemacht. Ach, das wird bestimmt schön. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Wir werden uns noch mit den anderen unterhalten. Möglicherweise kommen jetzt auch noch neue Spieler dazu. Mit dem neuen Ziel dann auch neue Spieler dabei. Das werden wir dann sehen. Schwupp, das und der Netherstar weg. So, dann kann ich meinen Bogen, den ja wieder dahin. Den Power-1-Bogen tue ich einfach mal weg. Schwupp. Und ja, jetzt kann ich noch eben mein Diamond Drill aufladen. Ja gut, der Kampf, ja, ich dachte eigentlich mit dem Wither-Effekt ist das ein bisschen krasser. Aber ich glaube, die Rüstung oder so macht mich immun gegen solche Effekte. Ich weiß es nicht genau was, aber ja. Ich muss jetzt erstmal für die nächste Folge rausfinden, wie ich mit meinem Quantum Suit fliegen kann. Das alles und noch mehr sehen wir dann morgen. Morgen hoffentlich haben wir dann so viel Iridium, dass ich mir den Rest der Quantum Suit bauen kann. Und dann werden wir übermorgen den Drill nehmen. Und dann geht es weiter an Energieherstellung, Gewinnung, Energiegewinnung. Und schnellere Iridium-Produktion und die Ausstattung meiner Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Tschüss.